Ja, guten Morgen. Heute Nacht haben wir wieder hier in der Nähe von Albertsdorf gestanden. Wunderbar mit Blick auf die Brücke. Ich zeige euch das mal. Also super. Und ja, jetzt wollen wir euch mal zeigen, wo ihr hier auf Fehmarn relativ easy auch Frischwasser bekommt, Abwasser ablassen könnt und auch den Klo entleeren könnt, ohne auf den Campingplatz fahren zu müssen. Also einsteigen und los geht's. So, wenn ihr nach Burg reinkommt, kommt rechts die Aral, dann links die Esso und hinter der Esso fahrt ihr links Richtung Baumarkt. Da gibt es diesen HZF Baumarkt Fehmarn und da müsst ihr als erstes mal hin. Ja, und hinter dem Baumarkt kommt 50 Meter weiter eine große Waschanlage. Im Übrigen da auch mal eine ganz klare Empfehlung, die Jungs machen wirklich eine Wahnsinnsarbeit. Wenn ihr mal mit dem PKW hier oben unterwegs seid, lasst da mal euer Auto waschen. Und auf dem Gelände dieser Waschanlage findet ihr auch Fernentsorgungen. Das gucken wir uns jetzt mal an. Na, hier findet ihr dann auch den Auslass für die Toilette. Und alles andere werden wir jetzt mal testen, wie das funktioniert. Braucht auf jeden Fall einen kleinen Gardena-Adapter. Ist jetzt nicht von Gardena, aber tut es genauso. Und einfach hier drauf. Aber mal gucken, ob das hier funktioniert. So, hier steht was von 50 Cent, irgendwo hatten wir sie. Scheint zu funktionieren. Ich glaube, beim Klo leer machen wollt ihr nicht dabei sein, oder? Nee, ne? Also, bis später. Ja, während im Hintergrund das Wasser weiter einläuft, erzähle ich euch jetzt schon mal, was wir als nächstes vorhaben heute. Wir sind schon ganz gespannt. Wir haben gleich Besuch vom Festland. Es kommen Frank und Sandra. Die haben beide unseren Kanal abonniert und warten schon seit einigen Monaten sehnsüchtig auf ihren Avanti F, der wohl im März kommen soll. Und wir hatten uns dann über YouTube ausgetauscht und ja, sie möchten sich gerne mal unseren Avanti angucken. Auch noch ein paar Dinge ausmessen. Ja, und da sie hier irgendwo zwischen Fehmarn und Kiel kommen, jetzt läuft hier gerade die Bahn vorbei, haben wir gesagt, gut, okay, dann kommt doch einfach hoch auf die Insel, bringt einen Zollstock mit und alles weitere klären wir dann hier vor Ort. Und das werden wir jetzt gleich auch mal machen. So, so sieht es dann aus. Sie will die Lanzerstange einmal messen. Wenn das Auto vermessen wird. Kann dein Mann gerade nicht sehen. Ha? Die da will sie messen. So. Ja, ihr Lieben, mehr Aufnahmen mache ich nicht. Ich habe vorher gefragt, ob sie aufs Video möchten. Akzeptieren wir auch, gar kein Thema. Wir lassen sie jetzt mal doch weiter messen. Und ja, trotzdem eine schöne Sache, dass man sich hier so trifft, auch unter La Strada-Freunden. Und jetzt winkt sie doch noch, guck mal. Ja, die Kamera ist so eine Sache. So, wir machen mal weiter hier. Bis später. Like a river in the dark, you stare me right, you lit the spark.
wall. Also ich sag mal so, die Katze war jetzt nicht das Tier, was wir hier auf den Anhänger laden wollten. Aber Garfield hat sich hier schon mal gemütlich gemacht. Ich hoffe, dass wir jetzt gleich noch Platz finden fürs Pferd. Und dann versuchen wir gleich mal am Strand ein paar schöne Aufnahmen mit Pferd, Reiterin und Drohne. Mal gucken, ob das was gibt. Das Wetter ist heute traumhaft. Guck mal. Ja, also da lässt sich heute was mit anfangen. Wurde auch ehrlich Zeit. Also es war die letzten Tage wirklich gruselig. Aber heute den Tag wollen wir nutzen. Und naja, die Katze haben wir schon mal eingepackt. Und gleich geht's los. You lift me up so we levitate. You're mesmerizing, hypnotizing. My eyes are set on you. Through the fields of young romance and under blue skies with an open glance, we head over heels filled with dreams. Come all, everything, just when I need you. You set sail and navigate, oh, when I need you. You lift me up till we levitate. You're mesmerizing, hypnotizing. My eyes are set on you. Oh, we can go wherever. Oh, we can be whoever. Ja, ihr Lieben, so ein paar Shots haben wir jetzt hier mal aufgenommen. Leider hat es mit der Drohne heute nicht funktioniert, weil ja, zum einen haben wir fast 40 km/h Wind. Und wenn ihr mal hier hinter mir guckt auf den Häusern, eine Handymastanlage, zwei Handymasten und die dritte Anlage. Und da kam direkt die Fehlermeldung, starke Interferenzen. Und das ist mir dann die Sache doch nicht wert. Aber hier in großem Brode am Strand, sehr schön. Also das sieht schon vor allen Dingen heute mal echt blauer Himmel. So wie wir es eigentlich gewohnt sind hier oben. Für heute Nacht haben wir uns wieder den Stellplatz hier in Klausdorf am Strand ausgesucht. Und ja, ich zeige euch jetzt mal den Blick aus dem Schlafzimmerfenster. Ja, also so sieht das hier aus, wenn man hier rumguckt. Und ja, mit den Bildern von heute machen wir erstmal Schluss. Morgen geht's weiter, morgen ist da Silvester. Da wird es noch ein paar Aufnahmen geben. Und ja, bis dahin erstmal von uns gute Nacht.
Ja, wir melden uns jetzt aus Petersdorf. Wir haben jetzt den letzten Standplatz erreicht unserer achttägigen Rundtour hier über die Insel. Ja, wir stehen jetzt hier ganz gemütlich bei Freunden im Garten. Mit denen werden wir heute Abend auch Silvester feiern. Da sind wir dann in einer ziemlich großen Gruppe. Und deshalb werde ich heute Abend da auch keine Filmaufnahmen machen. Ja, also ich denke, das ist den Leuten ja auch nicht recht. Aber eins möchte ich euch noch zeigen, nämlich die berühmten Femeraner Krüppel. Und die gibt es jetzt hier bei Sonja. So, Tag. Hallo. Da sind sie. Frisch gemacht. Heißen anderswo wahrscheinlich Quarkbällchen oder so, keine Ahnung. Aber hier auf Fehmarn, Hilfe, sind das die Kröppel. Und ja, die Maschine, da kennt ihr ja schon. Aus einem anderen Video. Und die lassen wir uns jetzt schmecken. Wir melden uns morgen nochmal auf der Rückfahrt. Wenn wir zurückfahren? Ja, wenn wir zurückfahren. Es ist morgen für die Ostsee hier oben Windstärke 7 bis 8 gemeldet. Und das ist auf Fehmarn immer ein Glücksspiel mit der Frage, hat die Brücke dann geöffnet oder schließen die Brücke? Aber guten Morgen, heute ist der 1. Januar 2019, das heißt, wir wünschen euch allen noch ein frohes neues Jahr. Ich zeige euch mal gerade, wie uns Fehmarn heute Morgen verabschiedet hat. War natürlich gesperrt schon für Wohnwagengespanne und für unbeladene LKWs. Aber wir sind dann auch mit knapp 50 ganz, ganz langsam da drüber gezuckelt. Und sind jetzt auf dem Heimweg. Damit ist unsere Wintertour über die Insel auch beendet. Ja, ein kleines Fazit kann man noch ziehen. Fehmarn rentiert sich bei jeder Jahreszeit. Wir müssen natürlich daran denken, die wenigen Campingplätze, die jetzt über die Feiertage aufhaben, sind alle voll. Also Wulfen, Miramar, Struckamp, die sind ausgebucht. Da müsst ihr schon frühzeitig reservieren. Was bei uns aber super funktioniert hat dieses Jahr, war tatsächlich das Freistehen, die 8 Tage. Wunderbare Plätze, die wir erwischt haben, wo wir stehen konnten. Ja, wäre jetzt natürlich bei schönerem Wetter noch schöner gewesen, aber ist halt so. Das war's von uns für diese Tour. In knapp 2 Wochen geht es schon weiter mit der CMT in Stuttgart. Da kommen auch einige Videos. Wir nehmen jetzt mal die letzten 500-600 Kilometer noch unter die Reifen. Und ja, wenn es euch gefallen hat, lasst einen kleinen Daumen nach oben da. Gebt uns ein konstruktives Feedback in den Kommentaren. Und abonniert auch den Kanal, damit euch kein Video entgeht. Ja, und bis dahin, alles Gute. Tschüss. Tschüss. Moment. Auch von mir tschüss.